Gauntlet ist einer dieser ganz frühen Spielhallenklassiker. Das Spielprinzip ist simpel, zieht einen aber sofort hinein. Ich hatte mal vor einiger Zeit die NES-Version von Gauntlet 2 näher betrachtet. Es wurde aber auch auf den Gameboy portiert, wobei ich da ehrlich gesagt etwas skeptisch bin. Kann der Handheld auch Gauntlet? Was taugt Gauntlet 2 für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Tencent entwickelt und auch 1991 in Europa und in Nordamerika veröffentlicht. Japan bekam keine Version spendiert. Die erste kleinere Enttäuschung seht ihr schon beim Startbildschirm. Anstatt der vier verschiedenen Heldenklassen könnt ihr nur aus zweien auswählen, den Krieger und der Walküre. Habt ihr aber erst einmal dieses verdaut, werdet ihr dann sofort in das Spiel geworfen. Eure Aufgabe ist dabei simpel. Aus der Top-Down-Perspektive steuert ihr euren Recken durch labyrinthartige Level, erledigt Monster, sammelt Schätze ein und versucht zum Ausgang zu gelangen. Die Monster scheinen dabei immer aus Monsternestern. Diese solltet ihr dann also erledigen, sonst kommen die immer wieder und wieder und wieder. Die Besonderheit bei dem Ganzen ist dabei eure Lebensenergie. Euer Charakter ist nämlich vergiftet und eure Lebensenergie verschwindet daher konstant. Ihr seid also in einem Wettlauf mit der Zeit und müsst in den Abschnitten immer nach Nahrung und Heiltränken suchen. So seid ihr immer unter Zeitdruck und könnt nicht entspannt einfach durch die Level flanieren. Neben der Nahrung gibt es natürlich auch andere Sachen zum Einsammeln. So gibt es zum Beispiel Waffen-Upgrades, mit denen eure Fernkampfwaffe auch an Wänden abprallt. Aber nicht nur Gutes könnt ihr einsammeln, sondern auch zum Beispiel vergiftetes Essen. Ihr solltet also nicht einfach wahllos alles an euch nehmen, was ihr findet. Eigentlich der Star sind aber natürlich die verschiedenen Kerkerlevel. Der Weg zum Ausgang ist natürlich nicht immer so eindeutig zu erkennen und so seid ihr immer auf der Suche, landet in Sackgassen, müsst erst Schlüssel zum Öffnen der Türen aufspüren und so weiter. Neben den Monstern machen euch hier auch diverse Fallen das Leben schwer. Euer Teamspiel ist es also, so schnell wie möglich durch die Level zu kommen, Essen einzusammeln und so weit es geht zu kommen. Denn glaubt mir, um die über 100 Level durchzuzocken, braucht ihr einen ganz, ganz langen Atem. Aber das ist auch der Charme des Spiels. Die Steuerung ist dabei sehr simpel ausgefallen und genau das braucht das Spiel auch. Logischerweise gibt es bei dem Spiel keine Passwort- oder Speicherfunktion, aber das würde auch nicht zum Spielprinzip passen. Grafisch schwächelt das Spiel dann doch leider etwas. Es ist zwar alles immer gut zu erkennen, aber irgendwie vermisse ich einen angepassten Stil. Klar, das Original diente auf jeden Fall als Vorlage, aber das muss ja schließlich nicht unbedingt auch auf den Gameboy so 1:1 funktionieren. Wenn mal viel auf dem Bildschirm los ist, kommt es dann auch gerne mal zu Slowdowns und das ist selten gut. Und der Sound, der ist, naja, speziell. Einerseits fällt extrem das Fehlen von begleitender Musik auf. Deswegen habe ich auch hier zur Hinterlegung des Videos auch die Musik von Gauntlet 1 auf dem NES genommen. Andererseits sind jedoch Spaß-Samples eingebaut, die man sogar fast verstehen kann. Technisch auf jeden Fall nicht einfach. Ich hätte die aber trotzdem sehr gerne gegen eine schöne Musik eingetauscht. Was taugt Gauntlet 2 für den Gameboy also heute noch? Das Spiel ist eine solide Portierung des Spielhallenklassikers. Wenn ihr Gauntlet auf den Gameboy zocken möchtet, dann könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen, erwartet jetzt aber keine spitzenmäßige Portierung. Wenn ihr einfach nur Gauntlet spielen wollt, würde ich euch zu den zahlreichen anderen Versionen raten. Das war der Test zu Gauntlet 2 für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.